Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Intro-Pack-Unboxing zusammen mit GamesIsland.de. Und wir haben hier Rakdos Raid, also das Gilden-Intro-Pack zu Schwarz und Rot. Und ihr seht, ich habe es schon aufgemacht. Ich habe die zwei Booster rausgeholt für das extra Booster-Unboxing, welches ich am Ende machen werde. Hier geht es wirklich nur um das Deck. In jedem Intro-Pack sind, wie gesagt, zwei Booster drin. Nicht mehr eins wie früher, sondern zwei. Dann habt ihr den Magic the Gathering-Prospekt und einen kleinen Prospekt zur Edition und zum Deck. Die ganzen Infos kriegt ihr natürlich jetzt hier im Video oder bei mir auf dem Kanal, deswegen ist das in erster Linie hier erstmal unwichtig. Für Anfänger ist das eigentlich immer noch recht schön, weil die Prospekte eigentlich mittlerweile ziemlich gut gemacht sind. Jetzt wollen wir uns aber erstmal das Deck angucken. Und ja, Rakdos. Rakdos neue Schlüsselfähigkeit ist Unleash, also entfesseln. Man kann die Kreaturen mit einer +1/+1 Marke ins Spiel kommen lassen. Sie werden also stärker, sind immer Undercost-Beater, so wie wir das nennen. Also sind für wenig Mana starke Beater, die können dann aber nicht mehr blocken. Die Länder und das Rakdos Guildgate, also das Dualland, werde ich jetzt erstmal rausnehmen. Das ist ja erst eher uninteressant und ja, ich werde euch grob durch das Deck führen. Und wenn euch das Deck gefällt, dann könnt ihr euch am Ende noch den Deckcheck anschauen, wie ihr dann natürlich möchtet. Also wir fangen an mit Carnival Hellstead. Das ist so die Voll-Promo, die hier mit drinne war. Ist für 6 Mana 5-4 Erstschlag Eile Unleash. Also wenn wir sie offensiv spielen, ist sie 6-5 Erstschlag Eile. Also ein richtig starker Beater. Das, was das Deck halt machen soll. Dann haben wir Tormented Soul, ein bisschen unblockbaren Schaden. Und hier ein sehr schönes Beispiel für die Unleash-Kreaturen. Rakdos Kekler für 1 Mana 1-1 Unleash, also für 1 Mana einen 2-2er Beater. Sowas sehen wir hier recht viel in den Decks. Für 2 Mana 2-1 Unleash. Dann natürlich noch der Rakdos Gildenmagier, der darf natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir sowas wie Hellhole Flailer für 3 Mana, 3-2 Unleash. Man kann ihn opfern und so viel Schaden schießen, wie er Stärke hatte. Also wirklich das Offensivste, was geht. Als Rare gibt's, oder als zweite Rare gibt es den Cryptborn Horror für 3 Mana, ist er 0-0 Trampelschaden. Er kommt mit so vielen +1/+1 Marken ins Spiel, wie ein Gegner schon Lebenspunkte in dem Zug verloren hat. Das ist sogar ziemlich stark, wenn wir im dritten Zug 3 Mana haben und vorher beide Kreaturen mit Unleash gespielt haben, zum Beispiel den 2-2er und den 3-2er, dann kann der Cryptborn Horror als 5-5er ins Spiel kommen. Und das Ganze schon im dritten Zug. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ihr seht, alles mögliche weitere starke Beater, meistens mit Unleash, dann aber auch sowas wie Crippling Blight, verzauberte Kreatur kriegt -1/-1, kann nicht blocken. Also das Deck hat natürlich diverse Möglichkeiten, um die Kreaturen des Gegners auszuschalten. Deviant Glee pumpt weiter auf, gibt die Möglichkeit, den Kreaturen auch Trampelschaden zu geben, was wirklich gut ist, weil sie ja sehr stark sind. Und am Ende noch die Rakdos Keyrune, falls einmal die Kreaturen ausgehen sollte, können wir hier sie zu einer 3-1er Kreatur mit Erstschlag machen. Eigentlich die stärkste Keyrune hier im Deck, auch direkt zweimal vertreten. Das Ganze wird ein bisschen Pump- bzw. Removal-Spells aufgefüllt und ja, ich denke, das ist so das Grundschema des Rakdos-Decks. Starke Kreaturen, die Gegner des gegnerischen Kreaturen entfernen oder am Blocken hindern und selber mit starken Kreaturen ordentlich Druck aufbauen. Vermutlich das aggressivste Intro-Deck unter den neuen 5. Wenn euch das Deck gefallen hat, können wir hier jetzt mal zum Deck-Check weitergehen. So, die Deckliste habe ich links eingeblendet und ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen optisch sortiert. Wir fangen an mit den Unleash-Kreaturen, also Kreaturen, welche wir mit einem +1/+1 Marke ins Spiel bringen können. Die Kreaturen können dann nicht mehr blocken, aber dieses Deck ist wirklich auf Aggro ausgelegt, also wollen wir vielleicht gar nicht immer blocken. Rakdos Kekler für 1/1 Unleash, also eigentlich eine 2-2er Kreatur für einen Mana, solide. Dann der Chainwalker für 2, eine 3-2er Kreatur quasi. Hellhole Flailer für 3, 4-3. Und seinen Effekt finde ich wirklich gut. Man muss ihn opfern oder man kann ihn opfern. Und dann fügt er einem Spieler so viel Schaden zu, wie er stärker hat. Also mindestens 4 in diesem Fall. Auf jeden Fall coole Karte. Bloodfragine für 4, 5-4 Trampel. Spawn of Rix Mardi für 5, 6-4. Natürlich alles immer mit Unleash. Carnival Hellstead, die Voll-Promo für 6, 5-4 Erstschlag Eile und auch Unleash. Also eigentlich 6-5 Eile Erstschlag. Das sind alles Karten, mit denen wir ordentlich Druck aufbauen können. Und das Ganze harmoniert natürlich sehr schön mit dem Cryptborn Horror für 3 Mana 0-0 Trampel. Ja, und wie kriegt er seine Werte unten? Er betritt das Spielfeld mit so vielen +1/+1 Marken, wie ein Gegner Lebenspunkte verloren hat. Wir haben natürlich starke Undercost-Beater, hauen den Gegner für ordentlich Schaden und dann spielen wir den Cryptborn Horror hinterher, um einen weiteren starken Beater zu haben. Der synergiert also wirklich schön mit diesem Deck. Und damit wir die Aggression, den Aggro aufrechterhalten können, Rakdos Threatfreak für 2, 2-1 Eile, Minotaur Aggressor für 7, 6-2 Erstschlag Eile. Da
Da er Erstschlagkarte ist ja nicht ganz so schlecht, ist nicht so die typische Lückenfüllerkarte. Man kann ihn leicht mit dem Birnzauber hinten abschießen, aber im Kampf ist er noch relativ solide. Und ein paar Utility-Kreaturen, also ein bisschen Zubehör. Billows Lizard, einfach eine 1-1er Kreatur für 1, den man aufpumpen kann. Tormented Soul, eine unblockbare Kreatur. Ravenous Reds für 2 eine 1-1er Ratte, der Gegner muss eine Handkarte abwerfen. Und dann noch der Rakdos Guildmage für 2 Mana, 2-2. Eine blockende Kreatur kriegt -1/-1, ist seine erste Fähigkeit. Und ein Spieler, der Lebenspunkte schon verloren hat, verliert einen weiteren Lebenspunkt, ist sein zweiter Effekt. Also um den Gegner einfach permanent weiter Leben verlieren zu lassen. Dann haben wir noch ein paar Vanilla-Kreaturen, würde ich fast sagen. Der Sewer Assembler ist, ja, noch für 3-2-1 Swampwalk. Scavenge hat er wenigstens noch, ist noch in Ordnung, aber den Minotaurus und den Zombie-Goliath sehe ich einfach nur als Lückenfüller. Sie sind einfach Kreaturen ohne besonderen Effekt und sind hier natürlich auch die Wackelkandidaten. Dann noch ein bisschen Zauber, und zwar erstmal die, die unsere Kreaturen unterstützen. Crippling Blight für 1, die verzauberte Kreatur geht -1/-1 und kann nicht blocken. Spielt man natürlich auf die gegnerischen Kreaturen, damit wir schön mit unseren dicken Tretern dem Gegner ordentlich Schaden zufügen können. Kauern 4, alle gegnerischen Kreaturen kriegen -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Ist natürlich sehr gut gegen Token-Decks oder Weenie-Decks, auf jeden Fall auch eine nette Karte. Augur Spree für 3 Mana, eine Kreatur kriegt +4/-4 bis zum Ende des Zuges. Potenzieller Pump für unsere ungeblockten Kreaturen, wenn sie denn mehr als 4 Widerstand haben, beziehungsweise noch ein Removal auf die gegnerische Kreatur. Ganz nett. Assassin's Strike zerstört eine beliebige Kreatur und ihr Besitzer muss eine Handkarte abwerfen. Für 6 Mana wahrscheinlich leider ein bisschen zu teuer, da gibt es definitiv bessere Karten. Dann 2, ja, quasi Pump-Zauber. Erstmal eine Aura, Deviant Glee für 1, die verzauberte Kreatur kriegt +1/+2 und man kann ihr Trampelschaden geben. Was ja auch äußerst gut ist, da unsere Kreaturen in der Regel stark sind, aber keinen Trampelschaden haben. Da kommt die Karte hier eigentlich ganz recht. Und Traitor's Instinct für 4 Mana eine Hexerei. Man kriegt die Kontrolle über eine Kreatur, man kann sie enttappen, kriegt +2/+0 und Eile. Man nimmt dem Gegner also den stärksten Blocker weg, gibt ihm auch noch 2 Stärke dazu und kann dann ordentlich angreifen, vielleicht für den finalen Schlag mit den eigenen starken Kreaturen. Auch eine Karte, wie ich finde, die nett ins Deck passt. Dann Mindrot, ein Spieler wirft 2 Karten ab für 3 Mana. Ist jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht unbedingt nützlich für dieses Deck. Genau wie Shrieking Affliction, auch eigentlich eine gute Karte für 1 Mana. Und im Upkeep muss der Gegner, also in seinem Upkeep, wenn er ein oder weniger Handkarten hat, verliert dieser Spieler 3 Leben. Eigentlich eine gute Karte, da wir aber nicht wirklich viel Discard haben, nicht unbedingt gut. Und Blood Reckoning für 4 Mana, immer wenn eine Kreatur uns angreift oder ein Planeswalker, verliert der Besitzer dieser Kreatur 1 Leben. Auch nicht super schlecht, aber in einem aggressiven Deck will ich lieber eine Kreatur für 4 Mana spielen, anstatt diese Verzauberung. Also auch eher Wackelkandidat. Abschließend noch eine Keyrune, die ich auch wirklich gut finde. Mit der Golgari Keyrune wohl die beste. Wird zu einer 3-1er Kreatur mit Erstschlag, also kann auch schön offensiv eingesetzt werden. Natürlich Colorfix, ein bisschen Ramp, auf jeden Fall eine nette Karte. Und ein Rakdos Guildgate, also das Dualland für die Gilde, auch auf jeden Fall in Ordnung. Dann, was könnte man denn an dem Deck ändern? Ja, so zum Anfang, wenn man sich als Anfänger vielleicht dieses Deck besorgt und was ändern möchte. Ich habe alles, was gut ist, mal grün eingefärbt. Karten, die man dafür rausnehmen kann, rot eingefärbt. Und den Rest kann man dann nach Belieben anpassen. Natürlich kann man alles um den Cryptborn-Horror aufbauen, den öfters reintun und das Ganze natürlich zusammen mit den starken Unleash-Beatern spielen. Die habe ich ja gerade alle erwähnt. Die kann man alle durchaus nochmal ins Deck tun, beziehungsweise auch 4 auffüllen, besonders die im unteren Mana-Bereich. Dann Deviant Glee fand ich ja auch ganz gut, die Möglichkeit, einer Kreatur Trampelschaden zu geben, ist auf jeden Fall gut. Und Crippling Blight räumt den Weg frei, dass der Gegner nicht mehr blocken kann, wir mit unseren schönen, starken Kreaturen auf jeden Fall angreifen können. Ja, da kann ich natürlich noch ein bisschen Removal in dem Deck vorstellen. Augur Spree wäre da eine Möglichkeit. Alternativ geht natürlich auch noch sowas wie Mord etc., also schwarzes Removal oder rote Burn-Spells gibt es ja wie Sand am Meer, da kann man sich auf jeden Fall was nehmen. Aus der neuen Edition natürlich noch Rakdos, der Guildleader, der ist natürlich auch immer noch gut. Für 4 Mana ein 6-6er fliegender Trampelbieter, sehr schön, der auch noch unsere Zauber billiger machen kann. Dann der Desecration Demon, den finde ich eigentlich auch ganz nett, für 4-6-6 fliegend. Der Gegner kann zu Beginn des Kampfes immer eine Kreatur opfern, um den Dämon wegzutappen, damit er nicht angreifen kann. Der Dämon kriegt dafür eine +1/+1 Marke. Und dann kann der Gegner ruhig Kreaturen opfern, weil wir haben starke Undercost-Beater. Und wenn der Gegner dann die Kreaturen, die er hat, eh schon wegopfert, ja, können wir weiterhin schön angreifen, Druck aufbauen und irgendwann greift der Dämon dann auch an und auf jeden Fall top.
Lightning Mauler aus Avacyn Restored für 2-2-1 Soulbound kann Eile geben, sich selber und einer anderen starken Kreatur. Finde ich auf jeden Fall noch ganz nett und wollte ihn erwähnt haben. Und Rakdos Charm aufgrund seiner Vielfältigkeit kann man ihn durchaus auch spielen. Man kann den Friedhof eines Spielers ins Exil schicken, ist natürlich besonders gut gegen Golgari oder einfach Decks, die allgemein den Friedhof nutzen, sowas wie Reanimate Decks oder Flashback Decks. Dann kann man ein Artefakt zerstören, was auch immer ganz gut ist, oder jede Kreatur fügt ihrem Besitzer einen Schadenspunkt zu. Selber haben wir eigentlich eher wenig Kreaturen, da kann man den Schaden ruhig ein bisschen in Kauf nehmen, besonders da wir aggressiv spielen und der Gegner eigentlich immer weniger Lebenspunkte hat. Gegen Token Decks macht das natürlich ordentlich Schaden. Auf jeden Fall eine nette Karte und ich denke, dieses Deck ist auch relativ leicht aufzubessern. Ja, ich hoffe, ihr habt einen groben Überblick über das Deck bekommen. Vielleicht gefällt es euch ja und besorgt es euch. Auf jeden Fall ein nettes Deck und schöner Grundstock für Rakdos. Man kann das Ganze natürlich immer noch aufbessern. Ihr solltet hier auf jeden Fall ein paar Ideen kriegen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr euch ja noch ein anderes Video angucken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.